Um eine trigonometrische Gleichung zu lösen, versucht man immer, sie auf eine trigonometrische Grundgleichung zurückzuführen. Die drei trigonometrischen Grundgleichungen sind Sinn gleich Sinn, Cos gleich Cos und Tangens gleich Tangens. Die Auflösungen solcher Gleichungen werden im Tutorial D5.029 im Detail erklärt. Hier ist es nicht schwierig, diese Gleichung auf eine der Grundgleichungen zurückzuführen. Zum Beispiel kann man diese Gleichung auf Cos gleich Cos zurückführen, indem wir diesen Sinus von x verwandeln in Cosinus von Pi halbe minus x. Jetzt haben wir schon eine Grundgleichung Cos gleich Cos. Die Lösungen dieser Grundgleichung sehen so aus. Cos vom ersten Winkel ist gleich Cos vom zweiten Winkel. Dann und genau dann, wenn der erste Winkel plus minus der zweite Winkel ist, plus k mal 2pi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Diese Lösungen erkennen wir sofort im trigonometrischen Kreis. Wir wenden diese Lösungen hier an und so finden wir sofort, dass der erste Winkel x gleich ist zu plus minus den zweiten Winkel, pi halbe minus x, plus 2kπ, wo k eine ganze Zahl darstellt. Wir haben hier also zwei Kategorien von Lösungen, x gleich plus diesen Winkel plus 2kπ und x gleich minus diesen Winkel plus 2kπ. Zerlegen wir das also in diesen zwei Kategorien, einmal mit plus, steht da, und einmal mit minus, steht da. Jetzt schauen wir uns diese Lösungen an. Dieses minus x setzen wir noch links rüber. Dann steht da x plus x, das heißt 2x. Und diese 2 setzen wir dann wieder rechts rüber. So werden wir hier finden, x gleich pi Viertel plus kπ. Bei diesen Lösungen setzen wir auch dieses x links rüber. Dann steht aber links x minus x, das heißt 0. Das heißt, das hier führt zu 0 gleich minus pi halbe plus 2kπ, was Nonsens ist. Das ist eine falsche Aussage. Was also bedeutet, diese 8 Lösungen führen zu denen und diese 8 Lösungen führen zu gar nichts. Solche Lösungen gibt's nicht. Also finden wir als Lösungen dieser Gleichung x gleich pi Viertel plus kπ. Diese Lösungen zeichnen wir in den trigonometrischen Kreis ein. Pi Viertel plus Pi plus Pi plus Pi plus Pi und so weiter. Oder auch Pi Viertel minus Pi minus Pi minus Pi und so weiter. Wir setzen diese Lösungen also in die Lösungsmenge hinein und somit haben wir diese Gleichung schon gelöst. Kurze Bemerkung für die Winkel, die hier eingezeichnet und eingetragen sind. Man nennt diese Winkel die Hauptwinkel im trigonometrischen Kreis. Die Hauptwinkel befinden sich immer zwischen minus Pi und Pi. Deshalb haben wir hier also nicht eingetragen 5 Pi Viertel, 1 Pi Viertel, 2 Pi Viertel, 3 Pi Viertel, 4 Pi Viertel, 5 Pi Viertel, sondern minus 1 Pi Viertel, minus 2 Pi Viertel, minus 3 Pi Viertel. Das nennt man dann die Hauptwinkel, denn minus 3 Pi Viertel und Pi Viertel befinden sich zwischen minus Pi und Pi. Somit ist diese Übung beendet.